Guten Abend, herzlich willkommen zu unserem Mediengespräch nach unserem Hinspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League heute Abend gegen Manchester City mit unserem Cheftrainer Domenico Tedesco. Domenico, zunächst ein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend in die Runde. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr enttäuscht über das Ergebnis. Ich glaube, dass der Spielverlauf zu unseren Gunsten war. Wir hatten in den entscheidenden Situationen, glaube ich, eins der wenigen Male in dieser Saison so ein bisschen das Quäntchen Glück auf unserer Seite, um den Spielverlauf eben so zu gestalten, wie er dann letzten Endes war. Zwei Elfmeter, du liegst 0-1 zurück, machst aber das 1-1, machst das 2-1, die rote Karte, und dementsprechend waren wir da, wir waren präsent, das Publikum war da, und das hat heute richtig, richtig Spaß gemacht zu coachen und die Mannschaft entsprechend zu sehen. Ich glaube, wir sind ganz gut ins Spiel gekommen. In 3-4-3 bzw. 5-4-1 wussten wir natürlich, dass wir tief werden, dass wir tief gespielt werden. Entscheidend ist aber dann immer wieder die Signale wahrzunehmen, um nach vorne zu kommen, um vorwärts zu verteidigen. Das haben wir über weite Strecken gut gemacht, sowohl mit den Sechsern als auch mit 7 und 11 haben wir immer wieder es geschafft, mit dem gespielten Pass entsprechend nach vorne zu verteidigen. Die Ballgewinne, die wir dann hatten, haben wir nicht so richtig in Kontersituationen ummünzen können. Da waren wir teilweise zu schlampig, was wir aber gut gemacht haben, nach Ballgewinnen auch mal den Ball zu haben und zu halten. Hatten einige Ballbesitzstaffetten, die wir gegen Ende des Spiels, vor allem als wir dann im 10 gegen 11 waren, hätten noch weiter ausnutzen müssen. Das Tor zum 2-2 ist ein Freistoß, dem ein Foul, demzufolge ein Foul auch passiert unsererseits. Und diesen Ballverlust, den müssen wir schlichtweg vermeiden. Da hatten wir eine Ballbesitzphase von fast 2 Minuten und verlieren ihn sehr unnötig. Das ist sehr, sehr schade. Das 3-2 ist dann ein langer Pass von Ederson. Auch das ist bekannt, da müssen wir früher fallen. In Summe sehr, sehr schade. Danke. Vielen Dank, Domenico. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Dann darf ich ums Handzeichen bitten. Hier vorne. Hello. What did you make of the use of VAR tonight, particularly the long delay there was between the foul and the first penalty kick? I think it was 4.5 minute delay, which is too long, really, isn't it? Ja, das ist definitiv zu lang. Aber ich glaube, die Kapitäne wurden ja zum Referee gerufen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, war es auch ein technischer Fehler. Daher ist das ja dann auch normal und legitim, dass es ein bisschen länger dauert. Peter Müller. Trotz des Ergebnisses, was kann Ihre Mannschaft aus diesem Spiel lernen? Cleverness. Wir müssen cleverer sein. Das ist oft so, dass wir Ballverluste haben, die sind Wahnsinn. Die sind unforced errors. Wir haben einen Einwurf und können den nach hinten werfen und weiterhin 2 Minuten Ballbesitz haben. Die Chance von Stevie ist auch dabei zu nennen. Wenn wir das 3-1 machen, dann haben wir ein richtig gutes Gefühl, und das war heute möglich. Ja, Cleverness in erster Linie. Ralf Makrotzki. Herr Tedesco, Sie haben ja 2 Tore in der Entstehung geschildert. Zum ersten Tor haben Sie nichts gesagt. Meinen Sie das auch mit Unforced Error? Ja, ich habe es jetzt kurz beim Sky-Interview, glaube ich, gesehen. Ralle will Salif anspielen, um dann mit einer Klatschaktion Richtung Jeff zu kommen. Übersieht, glaube ich, Aguero, der im Rücken war und ihn presst. Und das kommt vor. Ist schade, ist sehr bitter, weil wir auch in der Phase nicht so schlecht im Spiel waren, in der Anfangsphase. Aber das kommt vor. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe kein Handzeichen mehr. Doch, Philipp Seldorf. Ich stelle einfach eine, die konnte ich eben nicht an Pep Guardiola stellen. Jetzt stelle ich sie an Sie. Nach dem Platzverweis für Manchester City, ja, wohin sind Ihre Gedanken da geflogen? Ja, lasst uns höher pressen, lasst uns den Gegner bewegen. Das zweite hat gut funktioniert, bis auf, wie gesagt, den besagten Einwurf und Ballverlust, der zum 2-2 führt. Das ist ärgerlich.
Das erste weniger, weil sich in der Spieleröffnung nahezu nichts geändert hat. Silva ging vom Platz, aber in der Spieleröffnung war es trotzdem die gleiche Anzahl an Spielern, die sie dafür geopfert haben. Also ich glaube, wenn man dann mit 4, 5 Spielern das Spiel aufbaut, dann mit einem Platzverweis im Rücken fehlt es dann vorne. Daher war es für uns weniger gefährlich. Und in der einen oder anderen Situation sind wir dann auch offensiver ins Pressing gekommen. Ne? Ja. Ich sehe im Moment kein Handzeichen mehr. Alle Fragen beantwortet an der Stelle. Dann danken wir Ihnen allen und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Schönen Abend, ja.